بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Heute geht es weiter mit einer weiteren Teildisziplin bei den Wissenschaften des Korans, und zwar nennt sich diese Teildisziplin Jadalu al-Quran. Jadal bedeutet die Diskussion, ein Streitgespräch oder auch Dialektik genannt. Das bedeutet, man argumentiert, der eine argumentiert und der andere argumentiert, und das ist also die Kunst der Argumentation. Und je besser man diese Kunst der Argumentation kann, umso besser kann man überzeugen. Und sicherlich ist die überzeugendste Weise im Koran enthalten. Und der Koran wurde offenbart zu einer Zeit, in der es fast keine Gläubigen gab, außer die damaligen Christen oder Juden, die es in der arabischen Halbinsel gab. Und Allah subhanahu wa ta'ala rief also die Menschheit auf, an Allah zu glauben. Und da kamen immer Scheinargumente. Ja. Und man widersetzte sich, und dann kam es zu diesen Diskussionen. Aber Al-Quran erwähnt auch Diskussionen der Propheten vor unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und erwähnt es auf eine Art und Weise, aus der eben auch Lehren zu entnehmen sind. Also unter Jadal versteht man Stärke, Auseinandersetzung und Diskussion. Fachspezifisch bedeutet Al-Jadal, seinen Kontrahenten zur Ungültigkeit seiner Aussage zu führen. Also das ist das Ziel beim Jadal oder auch Munawara ist also die Diskussion zwischen beiden. Da ist natürlich das Ziel, die Aussage des Gegenübers zu entkräftigen. Ja. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Al-Munawara ist eine Wissenschaft für sich. Über dieses Teilgebiet der Koranwissenschaft verfasste Najmuddin al-Tufi ein Werk namens A'lamul Jadal fi ilmi al-Jadal. Und dabei gibt es verschiedene Themen. Und im Koran wurde der Mensch als streitsüchtig beschrieben. Das gehört zur Natur des Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, doch von allen Geschöpfen ist der Mensch am streitsüchtigsten. Und auf der anderen Seite wurde der Prophet dazu aufgefordert, sallallahu alaihi wa sallam, mit den Polytheisten zu diskutieren. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung auf und streite mit ihnen auf die beste Art. Und streite mit ihnen auf die beste Art, das ist eben die Diskussion. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ أَحْسَنْ. وَجَادِلْهُمْ, das ist eben dieser Jadal. Und wer diese Ayah versteht, versteht auch, was Da'wah bedeutet. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ أَحْسَنْ. Das Da'wah bedeutet, eben zu diskutieren. Und das bedarf mehr Wissen als nur das Übermitteln. Einfach nur zu übermitteln, da brauchst du nicht so viel Wissen wie beim Diskutieren. Weil beim Übermitteln gibt es nur einen Sender und einen Empfänger. Oder von mir aus mehrere Empfänger. Aber es gibt nur einen, der etwas sagt. Das bist dann du. Und das, dazu gehört die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Das soll jeder machen. Übermittelt von mir, auch wenn es nur eine Ayah ist. Aber der Fehler der
sehr oft getan wird, ist, dass man diesen Hadith nun benutzt, um was zu belegen, dass man selbst diskutieren darf. Ja, das ist ja das, was heute getan wird. Wenn gefragt oder wenn gesagt wird, hör mal zu, du musst erst lernen, um mit den anderen zu diskutieren, mit den Atheisten, Christen und Juden und Buddhisten und dann den ganzen islamischen Gruppen, dann wird gesagt, ja, Sekunde mal. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt doch, balliru anni walau ayah. Der vermischt hier Äpfel mit Birnen. Weil diese Ayah bedeutet, hier sollst du reden. Das heißt, du gehst hin und sagst, hör mal zu, es gibt Gott und weg bist du. Oder du gehst hin und sagst, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Gesandter. Und dann gehst du. Du redest. Aber wenn Allah azza wa jalla hier sagt, und streite mit ihnen auf die beste Art, dann bedeutet das, du sagst denen, es gibt Gott und wartest jetzt, was er sagt. Er sagt, nein, es gibt keinen Gott. Dann sagst du doch, aber wir existieren doch. Dann sagt der andere, ja, wir existieren wegen, was weiß ich, wegen der Theorie von Darwin. Dann sagst du, aber die Theorie von Darwin basiert auf sowieso. Und dann das ist Diskussion. Und das bedarf Wissen, da darfst du jetzt nicht mit dem Hadith kommen, ich soll doch Da'wah machen, also ich soll irgendetwas sagen, worüber ich Wissen habe. Ja, wenn du nicht antwortest auf Scheinargument, also wenn du nicht in die Situation fällst, in der du jetzt diese Fragen oder Aussagen des Gegenübers analysieren musst und widerlegen musst. Das bedarf Wissen. Und die Diskussion mit den Leuten des Buches ist auch vorgesehen. Allah Azza wa Jalla sagt, und streitet nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf die beste Art und Weise. Und im Gegensatz zu dieser Diskussion, in der man bestrebt ist, die Wahrheit zu erkennen, tadelt Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die mit ihrer Diskussion die Wahrheit bedecken möchten. Das sind diejenigen, die diskutieren wollen, um die Wahrheit zu erkennen. Zu leugnen. Und Allah Azza wa Jalla sagt, die aber, die Ungläubige sind, streiten in Falschheit, um dadurch die Wahrheit zu widerlegen. Das sind also diejenigen, die diese Scheinargumente verbreiten und die dieses Falsche vertreten. Die diskutieren nicht, um die Wahrheit zu finden, sondern sie diskutieren, um die Wahrheit zu bedecken. Und die Propheten hatten natürlich, das war ja ihre Hauptaufgabe, dass sie mit ihren Völkern diskutieren. Und da gab es immer wieder Einwände, die unterschiedlichsten Einwände. Und interessant im Koran ist, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei jedem Propheten eine Grundfrage erwähnt und noch eine Nebensache. Also ich meine jetzt nicht mit Nebensache, dass es unwichtig ist, sondern ein zweites Thema. Die Grundfrage, die zieht sich durch bei jedem Propheten. Das ist was für ein Thema? Na'am? Also wir sollen Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Das hat jeder Prophet gesagt. Aber zusätzlich dazu gab es bei den Propheten unterschiedliche Themen noch dazu. Wie zum Beispiel was? Genau, bei Lot ging es um die Homosexualität, neben dem Tauhid. Weiter? Genau, genau, die hochmütig waren, die dachten, sie wären die mächtigsten. Genau, was noch? Zauberei. Genau, bei Musa a.s. Zauberei. Das heißt, wir haben bei den Propheten immer ein Hauptthema, da ging es um Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch, mindestens noch ein Thema, das erwähnt wird bei, also im Koran bezüglich dieser Propheten, auch der falsche Umgang mit der Waage zum Beispiel, dass man da stiehlt und so weiter und so fort. Schauen wir uns einige dieser Sachen mal an.
Hat jemand ein Tempo vielleicht für mich? Barakallahu fikum. Sagt nach einer. Einer reicht, ne? Also es müssen jetzt. Sonst frage ich, hat jemand 50 Euro? Jetzt habe ich es eingesteckt, subhanallah. Na, also, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt das mit den Propheten, indem er sagt, sie sagten, O Nuh, du hast schon genug mit uns gehadert und gar lange mit uns gehadert, so bring uns denn her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Das heißt, hier erwähnt Allah Azza wa Jal, dass Nuh anscheinend etwas gesagt hat und die Antwort war darauf, dass sie gesagt hat, ja, wenn du tatsächlich wahrhaftig bist dann und sagst, es gibt eine Strafe, bitte, Herr, mit dieser Strafe. Das heißt, sie haben nicht daran geglaubt. Und Allah Azza wa Jal erwähnte auch die Diskussion zwischen Ibrahim und seinem Vater. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal und erwähne in diesem Buch Ibrahim, er war ein Wahrhaftiger, ein Prophet, als er zu seinem Vater sagte, O mein Vater, warum verehrst du das, was nicht hört und sieht und dir nichts nützen kann? O mein Vater, zu mir ist Wissen gekommen, das nicht zu dir kam. So folge mir, ich will dich auf den ebenen Weg leiten. O mein Vater, diene nicht Satan, denn Satan empört sich gegen den Allerbarmer. O mein Vater, siehe, ich fürchte, es könnte dich die Strafe des Alabamas treffen und dann wirst du ein Freund Satans werden. Er sagte, wendest du dich von meinen Göttern ab, o Abraham? Wenn du damit nicht aufhörst, so werde ich dich wahrlich steinigen. Verlass mich für lange Zeit. Er, also Abraham, Ibrahim a.s., sagte, Friede sei auf dir, ich will bei meinem Herrn um Vergebung für dich bitten, denn er ist gnädig gegen mich. Und ich werde mich von euch und von dem, was ihr statt Allah anruft, fernhalten. Und ich will zu meinem Herrn beten. Ich werde durch das Gebet zu meinem Herrn bestimmt nicht unglücklich sein. Das ist eine Diskussion also jetzt zwischen Ibrahim a.s. und seinem Vater. Und hier ist natürlich vieles enthalten, was man jetzt lernen könnte. Wie gesagt, wir haben jetzt in dieser Vortragsreihe nur die Grundlage. Ja, ansonsten, inshallah, erlaubt uns Allah irgendwann mal Tafsir durchzunehmen oder also einige Auszüge aus dem Tafsir, wo man dann vieles sich anschauen kann. Zum Beispiel, warum sagt Ibrahim alayhi salam, O mein Vater, sieh, ich fürchte, es könnte dich die Strafe des Al-Abamas treffen. Was ist jetzt da so besonders an diesem Abschnitt? Okay, wie zeigt sich das? Naja, indem er eben mit ihm darüber diskutiert hat. Genau. Er dann die Vergebung oder um Barmherzigkeit ihm gegenüber bittet. Genau, also das zeigt natürlich, dass er ihn liebt und ihm Gutes möchte, ja? Das ist dann die Strafe in Verbindung mit dem Namen Ar-Rahman. Genau. Wenn du, er sagt ihm, ich fürchte die Strafe. So, wenn du jetzt sagst, hör mal zu, gibt es jemanden, der wird dich bestrafen. Welche Eigenschaften benutzt du normalerweise, um das nochmal zu untermalen, dass er strafen wird? Sicher, dass er mächtig ist, ja, und stolz ist und so weiter und so fort. Aber dann kommt die Strafe des Alabamas oder des Barmherzigen. Warum? Was will er denn damit sagen? Ja? Dass Allah auch gnädig ist, wenn du dich reuevoll zurückwendest. Genau. Also er gibt ihm eigentlich einen Ausblick oder einen Ausweg aus dieser... Das, daraus lernen wir für die Dauer bei der Diskussion mit Leuten, die sündigen. Es gibt Leute, wenn die mit Menschen reden, die sündigen, sind sie ohne Gnade. Du bist in Jahannam und du wirst und so weiter und so fort. Aber dieser Mensch, der auf dem falschen Weg ist, der weiß doch bestimmt, dass er
die Strafe erlangen wird. Und deswegen musst du ihm jetzt den Ausweg zeigen und geben. Also sagst du ihm, hör mal zu, wenn du Gutes tust, wird dir Allah vergeben. Ja, immer diese Hoffnung geben, selbst in dieser schlimmen Situation. Also das ist auch eine Diskussion, die Allah Azza wa Jal im Koran erwähnt hat. Dann erwähnte Allah Azza wa Jal auch sehr oft die Diskussion mit den Juden, weil sie eben auch gelebt haben und charakteristisch für den Koran ist. Was ist das Volk, das am meisten erwähnt wird im Koran? Also jetzt mal abgesehen von den Muslimen, meine ich jetzt. Ja? Die Juden, Benu Israel. Warum? Sie haben viele Propheten bekommen, ja? Genau. Ja? Barakallahu fik. Das Verhalten von Bani Israel ähnelt das Verhalten einiger Muslime. Ja? In der Art und Weise, wie sie die Wahrheit nicht akzeptieren möchten und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat also den größten Anteil der Debatten und Diskussionen den Juden gewidmet. Ja? Wie zum Beispiel in Surat al-Baqarah oder al-Imran oder al-Ma'idah und viele weitere Suren. Allah Azza wa Jal sagt, wahrlich, Allah hat das Wort jener gehört, die sagten, siehe, Allah ist arm und wir sind reich. Wir wollen ihre Worte und ihr ungerechtes Ermorden der Propheten niederschreiben und sprechen, kostet die Strafe des Brennens. Dies ist für das, was eure Hände vorausschickten. Und Allah ist nicht ungerecht gegen die Diener, die da sagen, siehe, Allah hat uns verpflichtet, keinem Gesandten zu glauben, bevor er uns ein Opfer bringt, welches das Feuer verzehrt. Sprich, schon vor mir kamen zu euch Gesandte mit den deutlichen Zeichen und mit dem, wovon ihr sprecht. Weshalb denn ermordet ihr sie, wenn ihr wahrhaftig seid? Sprich, wer soll hier sprechen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sehr schön. Sprich, und was soll er so nun sagen? Schon vor mir kamen zu euch Gesandte mit den deutlichen Zeichen und mit dem, wovon ihr sprecht. Worum geht es jetzt? Also um Leute, die vorher waren. Ja? So, wie geht es jetzt weiter? Weshalb denn ermordet ihr sie? Wer sind jetzt diejenigen, die ermordet haben? Ja, welche denn? Sekunde mal. Noch einmal. Allah Azza wa Jal sagt zum Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sprich zu den Juden. Schon vor mir kamen zu euch Gesandte mit den deutlichen Zeichen. Und mit dem, wovon ihr sprecht. Und dann kommt, weshalb denn ermordet ihr sie? Ja, haben die Propheten ermordet. Barakallahu fik. Er spricht also die gesamte Gruppe an, die gesamten Juden an. Ja, und das ist auch so eine Eigenschaft in der Diskussion Allahs Azza wa Jal mit den Juden, dass er sie allesamt zur Verantwortung zieht. Warum? Aber warum denn? Aber die haben doch die anderen Propheten nicht getötet. Sie haben doch nicht mit ihnen gelebt. Vielleicht, weil sie es nicht angucken wollen und nicht behandeln und es auch nicht ihr Verhalten nicht ändern. Und deswegen werden sie gesamt angesprochen. Also Beispiel in NS-Zeit. Es haben zwar nicht alle die Juden vergast, ja, aber alle haben auch weggesehen und haben nichts an der... Ja gut, aber die waren doch nicht zu dieser Zeit da. Also der Jude zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war ja nicht anwesend, in der Zeit, in der irgendein Prophet ermordet wurde. Okay, aber die Juden, die jetzt in der jetzigen Generation, haben ja nichts geändert anscheinend. Oder haben es nicht angenommen, die neue Botschaft. Barakallahu fik, genau. Die Tradition weiter. Ja. So, wenn sie eine von den Gesandten ermorden oder verleugnen, haben wir die alle verleugnet. Genau, weil die jetzigen, also zur damaligen Zeit meine ich jetzt, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben ja die Wahrheit auch geleugnet. Also haben sie in diese Fußstapfen getreten von den vorangegangenen Völkern, also sind sie gleich. Und das gibt es, liebe Geschwister, auch im Islam.
dass derjenige, der sich freut, dass jemand ermordet wird, dass er dafür auch eben zur Rechenschaft gezogen wird. Ja? Das bedeutet, diese Menschen haben das gleiche Verständnis oder die gleiche Ansicht, barakallahu fiek. Auch wenn sie jetzt nicht detailgetreu jede einzelne Sache getan haben, hat sie Allah subhanahu wa ta'ala mit zusammengefasst. Dann gibt es natürlich die Diskussion mit den Christen. Allah azza wa jalla sagt, wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Während der Messias doch selbst gesagt hat, O ihr Kinder Israels, betet zu Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah das Paradies verwehrt und das Feuer wird seine Herberge sein. Und die Frevler sollen keine Helfer finden. Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Dritte von dreien. Und es ist kein Gott da, außer einem einzigen Gott. Und wenn sie nicht von dem, was sie sagen, Abstand nehmen, wahrlich, so wird diejenigen unter ihnen, die ungläubig bleiben, eine schmerzhafte Strafe ereilen. Wollen sie sich denn nicht reumütig Allah wieder zuwenden und ihn um Verzeihung bitten? Und Allah ist allverzeihend, barmherzig. Der Messias, der Sohn der Maria, war nur ein Gesandter. Gewiss, andere Gesandte sind vor ihm dahingegangen. Und seine Mutter war eine Wahrhaftige. Beide pflegten, Speise zu sich zu nehmen. Siehe, wie wir die Zeichen für sie erklären und siehe, wie sie sich abwenden. Sprich, wollt ihr statt Allah das anbeten, was nicht die Macht hat, euch zu schaden oder zu nutzen? Und Allah allein ist der Allhörende, der Allwissende. Sprich, o Leute der Schrift, übertreibt nicht zu Unrecht in eurem Glauben und folgt nicht den bösen Neigungen von Leuten, die schon vor dem Irre gingen und viele Irre geführt haben und weit vom rechten Weg abgeirrt sind. Das ist nun eine Diskussion, die Allah nun führt mit den Scheinargumenten der Christen. Erst einmal, daraus lernen wir etwas Wichtiges, auch in der Aqida. Und zwar, jetzt steht hier, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. So diese Aussage, darf das ein Muslim sagen? Aber ich habe es gerade eben gesagt. Darf ein Muslim das sagen? Allah ist der Messias, der Sohn der Maria? Ja? Aussagen der Christen? Genau. Und daraus nehmen wir die Regel, Naqilul Kufri laysa bi kafir. Das heißt, derjenige, der den Kufr übermittelt, ist selbst kein Kafir. Also wenn ich sage, da gab es jemand, der hat gesagt, es gibt drei Götter, bin ich da deswegen Kafir? Nein. Warum? Weil ich habe das ja nicht selbst vertreten, sondern ich habe es nur übermittelt. Woher haben wir das? Allah hat es doch selbst gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehreren Stellen Aussagen erwähnt im Koran, die Kufr sind. Also warum? Weil die Kuffar sie gesagt haben. Das bedeutet aber nicht, dass jeder, der sie nun liest, selbst ein Kafir ist. Ja, das sagt ja kein Mensch. Wenn du den Koran liest, bist du ein Kafir, weil du das gesagt hast. Ja. Das ist also auch eine Sache, die wir daraus entnehmen können. Hier natürlich, wir werden jetzt gleich die Formen des Argumentierens im Koran uns anschauen. Ein Aspekt wäre jetzt nun, wenn wir jetzt mal sagen würden, warum sagt Allah Azza wa Jal, beide pflegten Speise zu sich zu nehmen? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja? Das ist eine Eigenschaft, eine Stärke. Das heißt, Allah ist der Stärke, der pflegt sich zu sich. Genau. Somit kann Isa alaihissalam unmöglich Teilhabe eines Todes von Allah haben. Barakallahu fik. Also hier, das ist eine Widerlegung dieser Aussage, er sei Gott. Ja? Gott isst nicht, ja? Speist nicht. Ja? Und seine Mutter speist auch. Warum hätte er hätte doch sagen können,
und Isa speist und das war's. Aber er hat gesagt, beide. Warum beide? Warum sagt er jetzt auch noch, dass seine Mutter? Ja? Weil es ja diese Maria-Verehrung gibt, also die Mutter Gottes. Barakallahu fiek. Das heißt, dann nicht, dass jemand jetzt denkt, okay, Isa, gut, der hat gegessen, ja, okay, dann ist er doch kein Gott, aber die Abstammung ist von Gott, ja, weil Maria nicht essen würde oder sowas ähnliches. Das heißt, ihr seht, wie präzise Allah subhanahu wa ta'ala mit den Nichtgläubigen, mit den Nichtmuslimen diskutiert. Und natürlich, also jetzt hatten wir die Diskussion zwischen, mit den Juden, mit den Christen und natürlich den Mushrikin, den Polytheisten. Und zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jal, und Allah hat gesprochen, nehmet euch nicht zwei Götter. Er ist der einzige Gott, so fürchtet mich allein. Und sein ist, was in den Himmeln und auf Erden ist, und ihm gebührt die immerwährende Furcht. Wollt ihr also einen anderen fürchten, außer Allah? Kommen wir nun zu einem hochinteressanten Thema, und das ist jetzt eigentlich diese Wissenschaft des Argumentierens. Diese Wissenschaft, liebe Geschwister, gibt es überall. Das hat jetzt nicht nur was mit Muslimen zu tun. Auch Juristen müssen das lernen. Ja, der muss wissen, was ist ein Beweis, wie kann ich dann argumentieren, wie kann ich daraus Sachen entnehmen, die zu entkräften sind und so weiter und so fort. Das heißt, also diese Dialektik, die ist weit verbreitet in unterschiedlichen Wissenschaften. Immer wenn zwei Argumente aufeinandertreffen, ja, und ich jetzt irgendein Argument widerlegen möchte und das andere unterstreichen möchte. Eines der Argumentationsweisen nennt sich im Arabischen Qiyasul Aula. Qiyasul Al-Aula. Darunter versteht man eine Behauptung durch eine schon bewiesene, stärkere Behauptung zu beweisen. Ich habe eine Behauptung, ein Argument oder eine Behauptung. Um das zu beweisen, beweise ich eine Behauptung, die schon klar ist, dass sie richtig ist und die stärker ist. Ja? Ein Beispiel dafür, jetzt ob aus Koran oder so aus dem Leben, ist egal. Qiyasul Aula. Mal eine Frage, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Jetzt kommt einer, ein Islamexperte, und sagt, das Schlagen der Eltern ist erlaubt, weil im Koran es nicht verboten wurde. Ja, aber bitte, widerlege das jetzt anhand Qiyas al-Aula. Das ist mal so eine Prüfungsaufgabe. Ja? Und zwar was? Gut, aber das ist jetzt keine Argumentation anhand Qiyas al-Aula. Das ist richtig, natürlich, dass du sagst, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ und begleite sie auf gütige Art und Weise. Und Schlagen ist keine Begleitung auf gütige Art und Weise. Ja, aber ich will jetzt nicht so einen Beweis. Ich will einen Beweis Qiyas al-Aula. Naam? Ja, وَبِلْ وَالِدَيْنِ طَيِّب. Okay, ja. Genau. Genau, dieses Qiyasul Aula bedeutet erst recht. Wenn Allah mir verboten hat, uff zu sagen, pfui oder irgendetwas, dann erst recht alles, was höher ist. Ja? Das ist so eine Art und Weise, wie man da argumentiert. Also wenn Allah Azza wa Jal schon dieses Wort mit zwei Buchstaben auf Arabisch, uff, ja, verboten hat, dann natürlich alles, was schlimmer ist.
Und das ist das Argumentieren anhand Qiyas al-Awla. Genau. Das heißt, es muss eigentlich theoretisch zwei Aussagen haben. Das heißt, eigentlich muss ich das, was der Bruder gerade gesagt hat, als stärkstes Argument nehmen. Genau. Und aber vielleicht anführen, der Professor hat nie, gut, seine Eltern konnte er nicht mehr schlagen, aber seinen Onkel oder irgendjemand geschlagen und er hat es auch nicht vorgelegt. Ja gut, wir reden ja nur vom Koran, nicht nur von der Sunna. Wir reden jetzt nur vom Koran. Ja. Also im Koran steht diese Eier und diese Eier besagt Uff und alles, was schlimmer ist. Uff und alles, was schlimmer ist, ist nicht erlaubt. Ein Beispiel dazu, Allah Azza wa Jal sagt, ist er, der die Himmel und die Erde erschuf, nicht imstande, ihresgleichen zu erschaffen, doch, und er ist der Erschaffer, der Allwissende. Wo ist Qiyas al-Awla? Noch einmal, ist er, der die Himmel und die Erde erschuf, nicht imstande, ihresgleichen zu erschaffen, doch, und er ist der Erschaffer, der Allwissende. Ja? Die Erschaffung der Himmel und Erde ist gewaltiger als die Schöpfung des Menschen. Genau. Und, ja. Aber er redet ja hier jetzt nicht von Menschen. Er sagt, er ist er, der die Himmel und die Erde erschuf, nicht imstande, ihresgleichen zu erschaffen. Ja? Selber und gibt aber gleichzeitig die Antwort, indem doch ist schon, also mächtig ist auch nicht, also er bestärkt es, doch, er kann es und er ist der Erschaffer des Allwissens, das heißt, er weiß alles und er ist der Erschaffer. Also der ist eigentlich in diesem... Ja, aber wo ist jetzt Qiyas al-Awla? Das ist die Frage, ja? Das erste Mal Erschaffung ist schwerer als das zweite Mal, also wiederholen. Genau, das bedeutet, schau dir an, siehst du die Gebirge? Existieren die? Ja. Also kann es doch nochmal, oder nicht? Wenn er es schon das erste Mal erschaffen hat, kann er es noch einmal erschaffen. Und das erwähnte er wegen den Menschen auch. Und er sagt, Allah Azza wa Jal, und er prägt uns Gleichnisse und vergisst seine eigene Erschaffung. Also der Mensch. Der Mensch, als einer zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist mit etwas aus einem Grab, ja, also Knochen, die zermahlen sind oder verendet sind oder wie man das auch sagt, und sagte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, wird Allah uns daraus noch einmal erschaffen? Ja, das war's, das kannst du nicht mehr erschaffen, will er behaupten. Allah gibt ihm jetzt die Antwort, also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er antworten soll. Er hätte ja sagen können, sag ihm, ja, er kann, Punkt. Aber nein, sondern er will jetzt nun das Argument, ein Argument geben, wie er diesen Menschen widerlegen kann. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagt, wer kann die Gebeine beleben, wenn sie morsch geworden sind? Also das ist das, was dieser Mushrik gesagt hat. Wer kann die Gebeine beleben, wenn sie morsch geworden sind? Sprich, er, der sie das erste Mal erschuf. Punkt. Er hätte auch sagen können, wer kann das wiederbeleben? Der Allmächtige, Allwissende, Allkundige und so weiter. Hätte er alles machen können. Aber er wollte ihm aus seinem Scheinargument das Argument bringen. Der es das erste Mal gemacht hat. Weil was ist schwieriger, das erste oder das zweite Mal? Das erste ist doch schwieriger. Also wenn ich schon sehe, dass er es gekonnt hat und Menschen erschaffen hat, dann kann er sie wieder natürlich wieder erschaffen. Das ist also ein Qiyas al-Awla. Also in der Fachsprache denke ich, ja, bin mir da noch nicht ganz sicher, aber nennt sich das Argumentum a fortiori. Ja, a fortiori. Wallahu a'lam. Ich bin kein Jurist. Dann gibt es eine weitere Argumentationsform und das nennt sich Qiyas al-Khalaf. Qiyasu al-Khalaf. Darunter versteht man die Schlussfolgerung aus dem Gegenteil. Khalaf, also Gegenteil. Ein Beispiel, und das heißt dann in der Fachsprache Argumentum e contrario.
Ja. Gäbe es in Himmel und Erde Götter außer Allah, dann wären wahrlich beide dem Unheil verfallen. Gepriesen sei denn Allah, der Herr des Thrones, hoch erhaben über das, was sie beschreiben. Worum geht es jetzt? Gäbe es in Himmel und Erde Götter außer Allah. Wenn es verschiedene oder mehrere Götter gäbe, dann würde jeder seine teilnehmen wollen. Genau. Oder überfallen oder. Genau. Also was macht man, was macht Allah jetzt in der Argumentation? Wie argumentiert er jetzt? Mit dem Gegenteil. Also, ihr sagt, es gäbe mehrere Götter.